Leute, hi und herzlich willkommen zurück zu unserer Sims 4 Black Widow Challenge. Das ist offiziell der letzte Part der Black Widow Challenge. Wir nehmen ihn heute am... Was ist denn heute überhaupt? Das ist der 14.07. live auf Twitch auf. Ich weiß nicht, wie lange dieser Part werden wird. Deswegen ist es hier auf YouTube entweder ein Part oder zwei. Das kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich noch nicht weiß, wie das alles ausgehen wird. Aber wir haben im letzten Part Reggie umgebracht. Der Keller ist voll. Carol ist jetzt quasi fertig mit ihrer Challenge. Sie und ihre jüngste Tochter Ellie und die Katze sind noch zu Hause bei Reggie. Und ich denke, es wird Zeit, dass wir uns jetzt etwas suchen, wo Carol hin kann, was ihr eigenes Zuhause ist. Außerdem haben wir noch ein paar Bücher, die wir verkaufen müssen. Ganz wichtig. Und dann lassen wir uns einfach mal treiben und schauen, wie es mit Carol weitergeht und wie es mit ihr zu Ende gehen kann. Wir werden sie auf keinen Fall irgendwie jetzt umbringen oder warten, bis sie alt wird, sondern dieses Let's Play endet quasi mit diesem letzten Part mit Carol und wird dann nahtlos übergehen in Ellies Let's Play. Das heißt, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim letzten Part der Black Widow Challenge und sage an dieser Stelle schon mal vielen lieben Dank, dass du bis hierhin der Black Widow Challenge um die Treue geblieben bist und sag, let's go. Ich bin nicht ready. Also, wir sehen hier Carol, wie sie sich gerade ihr Bett macht und das Einzige, woran sie gerade denkt, ist, oh mein Gott, ich will duschen. Sie stinkt. Die ist noch ein bisschen durchgeschwitzt von dem Kraftakt mit Reggie. Das war ja ein ganz schöner Aufwand, den umzubringen. Da war ganz schön viel, sagen wir mal, Eigenleistung von Carol notwendig. Und deswegen lasse ich sie jetzt hier mal fertig machen. Es ist gerade mal 5 Uhr morgens. So gut konnte sie offensichtlich nicht schlafen. Und Ellie entscheidet sich, den Morgen mit ein bisschen Musik zu starten. Auch wenn sie nicht so happy aussieht. Okay. Ellie, lass doch dir vielleicht mal bei deinen Pickeln helfen. Komm, Gesichtsreiniger auftragen, die Akne abdecken. Dann kannst du dich versuchen zu beruhigen. Das könnte immer funktionieren. Außerdem muss sie auch duschen, stelle ich gerade fest. Ach ja, und dann fehlt dir der Spaß. Dann darf sie halt loslegen. Dann darf sie vielleicht gerne zu klassischer Musik entspannen. Nein, die soll mal hart abrocken, würde ich sagen. Und Carol ist aber happy, sehr kokett, weil sie aufs Flirten eingestellt ist. Sie will jemanden kennenlernen und sie sieht, dass hier gelebt wird. Also Carol eigentlich recht happy. Und hier unten in unserem Black Widow Keller leuchtet schon das letzte Licht. Reggie ist unten und ist das nicht krass, wenn wir hier unsere ganze Wand anschauen? Hier ist Max, Don, Satoru, glaube ich. Das hier müsste Paolo sein. Nee, dann ist das Hideki, Satoru, Aaron, Orange Bailey Moon, dann Marcel, Takashi und Reggie. Wir haben ab Marcel haben wir niemanden mehr ins Jenseits geschickt. Also drei Geister hätten prinzipiell die Option, bei uns vorbeizuschneien, aber tun sie nicht. Also selten. Marcel hat am Anfang noch ein, zwei Mal reingeguckt und uns beim Putzen geholfen, aber irgendwie hat er was anderes zu tun jetzt im Jenseits. Und wir haben in unserem Inventar ja auch noch unsere 10 Bücher. Wir haben sogar noch den Rest. Oh, oh nein, die Torte ist verdorben. Aber irgendwie auch klar. Alles müffelt und alles stinkt hier im Haushalt. Komm, dann räumen wir die mal auf. Heute ist Lotterietag. Gerade eben kam reingeflogen Lotterie. Carol liebt diese Tradition, weil wir ehrgeizig sind. Wir sollten teilnehmen. Ja, lasst mal versuchen vielleicht. Oh mein Gott, stellt euch vor, wir würden jetzt auch noch im Lotto gewinnen. Wie geht das? Ich habe Lotterie loskaufen, es kostet 100 Simoleons. Egal. Egal. Die Option besteht, Geld zu gewinnen, dann machen wir natürlich mit. Nee. Ellie dreht hier ein bisschen durch. Hat sie denn jetzt immer noch... Ach, sie versucht sich noch zu beruhigen. Girl, geh erstmal duschen. In so einer Situation sollte man dringend sich waschen und dann geht's schon besser. Soll ich jetzt eigentlich hier die Sachen noch aufräumen oder warte ich, bis die Putzfrau kommt? So, okay, viel Glück beim Lotto. Zieh ein gutes Los. Komm, vielleicht hast du Glück. Ja, nice. Also sie freut sich jetzt nur, dass sie ihre Tradition abgeschlossen hat und sich ein Los gekauft hat. Heute ist einfach so Mittwoch. Ellie muss jetzt dann in die Schule. Und dann würde ich nämlich sagen, während Ellie in der Schule ist, können wir vielleicht noch so eine Abschiedsparty schmeißen. Soll ich eine kleine Abschiedsparty in unserem Pool schmeißen? Nochmal so eine kleine Poolsause, um dieses Haus zu verabschieden? Schön ist es hier schon. Aber es ist halt Reggies Haus. Und ich möchte eigentlich nicht in Reggies Haus wohnen bleiben.
Ich möchte mein eigenes. Ellie holt sich jetzt noch was zu essen. Wir haben ja gute Sachen im Kühlschrank. Schinkenfest mal. Sie hat halt überhaupt keinen Spaß. Eigentlich voll traurig. Hat sie ihre Hausaufgaben gemacht? Gerade erst begonnen. So, Carrie geht's eigentlich richtig gut. Sie quatscht jetzt ein bisschen mit Ellie über Fastfood. Wo ist die Katze? Wo ist eigentlich die Katze? Ach, hier. Draußen. Komm, Carrie, wir können ja mal die Katze streicheln. Die haben wir irgendwie schon... Um die haben wir uns schon länger nicht mehr gekümmert. Reden haben. Hat sie fressen? Ja, Gott sei Dank. Und wisst ihr was? Dann plane ich heute einfach... Ach, ich will eigentlich nicht so ein Ganztagesding machen. Ich will nur, dass so ein paar Leute rüberkommen. Mhm. Aber es ist 7 Uhr 28. Ist vielleicht ein bisschen zu früh. Habe ich überhaupt Freunde? Ich könnte den Sensenmann mal rüberladen. Kommt der eigentlich, wenn ich ihn frage? Nicht, oder? Dirk mögen wir nicht besonders. Candy, wir können mal Candy fragen, ob sie Bock hat, vorbeizuschauen. Und zwar mit ihr ein bisschen. Wir können ja dann Ben fragen, ob er vorbeikommen will. Und Lena fragen, ob sie vorbeikommen will. Unsere Schwester fragen, ob sie vorbeikommen will. Sonst ist der Rest entweder verstorben oder wir verstehen uns nicht. Malcolm, oh, mit dem haben wir auch schon lange nicht mehr gesprochen. Aaron, ich telefoniere mich mal durch und schaue, ob irgendwer Bock hat, vorbeizugucken. Wir machen eine Hausabrissparty, weil wir suchen uns was Neues. Wir sind nämlich jetzt reich und wieder mal Single. Der Sensi war doch bei der Hochzeit auch nach Einladung. Stimmt. Hallo, Sinele. Wir schicken Ellie allein zur Schule. Die hat, glaube ich, keine Hausaufgaben gemacht. Ich stoppe ihr mal noch kurz ihre Hausaufgaben ins Inventar. Geht das nicht? Dieses Objekt gehört uns nicht. Interessant. Also Candy hat schon mal gesagt, sie kommt. Ellie ist zur Schule. Ben wird kommen. Hey, ich habe gehört, dass... Warte, was? Okay. Man kann mich doch nicht anrufen, wenn ich gerade telefoniere. Stören Sie mich nicht, wenn ich hier meine Party plane. Ich will dir nochmal alles geben. Und dann suchen wir uns eine neue Bleibe. Oder nein, wir veröffentlichen am besten von hier aus. Oder veröffentlichen wir von dort aus? Guck mal, Ben ist da, Lena ist da. Wo geht ihr hin? Mensch, Ben. Irgendwie kommen alle immer zu mir und sind so super traurig. Ben geht jetzt wieder in mein Bett heulen? Schau mal, Candy traurig, Ben traurig. Vielleicht sind sie traurig, dass ich ausziehe. Dass sie sagen, guck mal, hier war es doch so schön. Ich verschönere ihr mal den Tag. Bin gerade mit meiner Schwester am Quatschen. Und wo sind Lena? Lena ist die Einzige, die es geschnallt hat. Die gedacht hat, meine Mama zu einer Poolparty gerufen. Also chill ich mich in den Pool. Kann ich mit ihr vielleicht quatschen? Freundlich, Hobbys, über Geschicklichkeit reden. Du hättest nicht aufstehen müssen. Ich hätte dir auch zugeschrien. Aber schon okay. Also es ist so eine Morgensause. Ich habe den Eindruck, die Gäste sind nicht besonders gut drauf. Meine Sis ist völlig angespannt. Schau mal, jetzt erzählt Carol ganz glücklich, dass sie vorhat, dieses Haus jetzt zurückzulassen und sich was Neues zu suchen. Oh, ich glaube, die Schwester ist ein bisschen neidisch. Vielleicht wundert sie sich, dass ich sie um 9 Uhr morgens einlade, um ihr mitzuteilen, dass ich übrigens ausziehe. Lernen im Freien. Der Lehrer fordert die Schüler auf, draußen zu lernen, um ein bisschen Frischluft zu schnappen. Soll er leider draußen weitermachen oder einfach mit ihren Freunden abhängen, bis es Zeit ist, wieder hineinzugehen? Ich glaube, sie würde es nutzen, um draußen zu spielen. Ich würde sagen, sie geht draußen spielen. Nachdem Ellie eine halbe Stunde gelacht und Spaß mit ihren Freunden gehabt hat, fühlt sie sich total erfrischt und ist bereit, wieder in die Arbeit zu gehen. Es ist, als würde sogar ihr Gehirn besser funktionieren, wenn sie ausgewogen ist. Super. Candy, mal eine tiefgründige Unterhaltung und Kredit. Nach dem Musikgeschmack fragen. Mit ihr will man sich ja wohl mal gar nicht unterhalten. Guck mal, wie fies sie gucken kann. Unsere Schwester ist fast noch angsteinflößender als wir. Alles klar. Und Candy ist immer wenn ich sie anspreche, irgendwie merkwürdig drauf. Sie findet, irgendwie denkt sie immer an irgendwas Mieses mit uns. Tantiemen. Läuft. Und Lena chillt wieder im Pool. Leute, ich habe gedacht, dass hier irgendwie mehr Fröhlichkeit herrscht. Ben sitzt oben und heult fast. Lässt sich was von Malcolm über Ehebruch erzählen. Dann würde ich sagen... Dann machen wir uns halt fertig für den Umzug. Ihr wisst, wir müssen jetzt erstmal wieder alles einpacken. Lass uns in
den Bearbeitungsmodus gehen und alles einstecken, was wir brauchen. Die habe ich... Ich hoffe, das ging so, dass ich sie ins Inventar... So, alle Männerurnen mit. Den Keller habe ich schon gespeichert. Sonst hat hier immer alles funktioniert. Ansonsten mussten wir hier nichts mitnehmen, meine ich. Was wir sonst immer mitgenommen haben, ist unsere Black Widow-Skulptur. Wenn ich sie finde, habe ich hier hingestellt, gell? Ja, die kommt mit. Dann nehmen wir mal die Station von Ellie mit, damit sie dann auch dort weiter aufnehmen kann. Die Computer nehme ich auch mal mit. Weil wer weiß. Was hat uns denn hier sonst noch gehört? Das Katzenklo nehmen wir mal mit, damit die Katze dann auch kacken kann im neuen Zuhause. Whirlpool liegen. Erwarte ich alles dort zu haben? Die waren immer in Carols Handtasche. Jetzt habe ich sie hier reingestopft. Aber ich glaube, es geht klar. Das Kürbisbett. Ja, das Kürbisbett. Sehr gut. Gerade umschauen, nicht, dass ich irgendwas hingehängt habe, was wir mitnehmen müssen. Das ist auch von jedem Mal Umzug alles ein bisschen weniger geworden. Ihren Kratzbaum nehmen wir mal noch mit. Ach komm, die Spielekonsole nehme ich auch mit. Hier haben wir noch ein Bettchen, nehmen wir mit. Die Eismaschine nehme ich auch mit. Da kommt die Putzfrau. Sehr gut. Dann nehme ich vielleicht das Futterzeug mit. Futternapf, sehr gut. Ich glaube, das Wichtigste haben wir. Soll ich meinen Fischi mitnehmen? Ach komm, rein da. Komm mit, Fisch. Ich glaube, das Wichtigste ist dabei. Huhu, Simsanity. Den Keller habe ich extra noch gespeichert vorhin. Ich extra noch in die Galerie reingeladen. Ich gucke noch mal kurz rein, ob er auch da ist. Zimmer. Hier, Black Widow Keller fertig. Außer die Urnen. Ist ja extra runtergeladen heute. Dann haben wir Carols Handtasche gefüllt. Ich dachte, dass diese Abschiedsparty ein bisschen cooler wird, aber irgendwie will keiner so richtig mit mir hier Spaß haben. Ich schwimme einfach mal noch ein paar Runden. Die Einzige, die so... Ja, yes, aber es, man kann doch nicht mal sagen, Spaß hat, ist Lena. Die sieht irgendwie auch traurig aus in ihrer Luftmatratze. Was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Schließlich chillt sie in der Sonne, in der Luftmatratze, in einer geilen Villa. Und hat offensichtlich heute frei. Was? Wissen wir, was Lena arbeitet? Sie ist Mamis Mädchen. Oh, wie süß. Hast du einen Job? Noch nicht? Kann ich sie da vielleicht mal fragen? Wo geht's jetzt zum Strand? Ich kann mit ihr beste Freunde werden? Wie süß, komm, das mache ich noch. Sie ist Mamis Mädchen. Oh Gott, das wusste ich gar nicht. Smalltalk. Ich frag mal nach Karriere. Carol, hör mal auf. Carol, warten Sie. Ich habe wichtige Fragen an die Tochter. Es gibt so Sachen, die muss ich noch klären, bevor wir gehen. Lena, komm. Mich würde interessieren, ob du einen Job angenommen hast in deinem Leben oder nicht. So. Carol hat erfahren, dass Lena arbeitslos ist. Nein. Ich kann ihr doch raten, den Traumjob anzunehmen. Irgendwie. Ich versuche es nochmal mit einer tiefgründigen Unterhaltung. Zu etwas beeinflussen? Nein. Beeinflussenden Job anzunehmen gibt es offensichtlich nicht. Ich finde es nicht. Jedes Mal wieder suche ich es. War es nicht? Ist es nicht bei Aktivitäten? Tratsch. Geht mir auch so? Mist, ich finde es nicht. Vielleicht kann ich sie auch nicht beeinflussen aus irgendeinem Grund oder sie nicht danach fragen. Vielleicht weil sie gerade nicht so in der Stimmung ist. Sie ist Öko-Fanatikerin. Ach, Lena. So ein Job wäre schon Ding, gell? Jetzt habe ich schon Ben in die Verbrecherkarriere verloren. Sie ist arbeitslos. Nur die Kleinste habe ich geschafft, in die YouTube-Karriere zu stopfen. Oh mein Gott, wie süß! Wir sind jetzt beste Freunde. Oh. Süßer hat Carol doch glatten Tränchen verdrückt. Oh, wir frieren? Wieso das? Ach so, weil Herbst ist, maybe. Und sie im Pool war. Ich versuche es mit einem sehr persönlichen Gespräch einmal. Vielleicht kommt sie da dann. Also, wir sind uns ja jetzt sehr nahe. Vielleicht habe ich auch jetzt erst die Chance, wenn wir jetzt beste Freunde sind.
Candy hat sich auch entschieden, sich dazu zu setzen, um mal zuzuhören. Jetzt ist sie glücklich. Vielleicht kann ich sie jetzt... Clemens! Hey, Kel, Lena hat mich zu einem Date eingeladen. Soll ich zusagen? Ja, ich find's nicht schlecht. Also muss ich sagen, wenn Lena sich zum... Das würde so passen, oder? Lena, die unbedingt auf den Berg wollte, dieses Schneeleben so liebt... Es kann schon sein, dass Lena sagt, Mama, mein Lebenstraum ist arbeitslos zu sein und mit Väterchen Frost zusammen eine Familie zu gründen. Du weißt, ich lebe so gern am Nordpol, oben auf dem Berg. Da habe ich ihn getroffen und da war es um mich geschehen, Mama. Der ist ein paar Jahrhunderte älter wie ich, aber Liebe ist Liebe. Dann wird Carol und Väterchen Frost denkt sich, ich kann nicht Lena daten, ohne Carol gefragt zu haben. Man weiß ja, wie sie ist. Die bringt mal eben die Leute um, die ihr nicht passen. Deswegen muss man da schon mal vorsichtig nachfragen, ob sie einverstanden wäre. Das ist genug, der Plot-Twist, den wieder keiner hat. Genug Geld hat er auch. Seht ihr mal. Er hat Erfahrung. Sie braucht halt auch nicht arbeiten. Lena wird jetzt einfach Mütterchen Frost. Das habe ich auch nicht kommen sehen. Wie sehr willst du Weihnachten lieben, Lena? Ja. Und ich würde sagen, Lena, also go for it. Väterchen Frost ist wirklich keine schlechte Partie und irgendwie passt es zu ihr. Irgendwie passt es zu diesem ganzen Berg-Schnee-Thema. Ja, Romantik liegt in der Luft. Carrie, wir können jetzt nicht schlafen. Und wisst ihr was? Bevor ich jetzt nochmal versuche, mich Ben zu widmen, der immer noch in der Verbrecherkarriere ist. Wetten? Ja. Bei Flintenweiber. Ist er noch in einer Frauengruppe der Verbrecher? Naja, wir haben ihm eine glückliche Kindheit geboten, aber es ist schwierig zwischen uns. Bevor ich mir dem Problemkind jetzt widme, würde ich sagen, ziehen wir um. Moment, es ist nur ein Date, deswegen heiratet sie ja nicht gleich. Wir werden sehen. Und ich würde sagen, wir ziehen jetzt um. Ich habe nämlich... Pass auf, ich zeige euch das. Lasst mal gehen. Lasst mal gehen. Pass auf. Wir haben doch hier oben schon mal geguckt, was frei ist. Hier wohnen die Huntleys drin, da wohnt Haynes drin und hier wohnte eine Frau drin. Da haben wir gesagt, die ist schon alt. Und es ist jetzt frei. Und es scheint ein von mir platziertes Grundstück zu sein, weil Luxury Family Villa, Ausrufezeichen, ist sicherlich nicht von EA, sondern ich habe das wohl mal platziert. Ich habe euch ja gesagt, dass ich die ganze Welt schon hin und wieder mal einfach mit neuen Leuten und mit neuen Grundstücken bepflastert habe. Deswegen war auch Reggie, war ja nie von EA, den habe ich irgendwann mal platziert, damit ein bisschen Abwechslung reinkommt und man nicht immer im gleichen Sims-Spielstand unterwegs ist. Guten Abend, Benji. Und deswegen würde ich jetzt wirklich gerne dieses Grundstück nehmen, weil ich selbst nicht weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie es aussieht, aber scheinbar fand ich es mal gut, sonst hätte ich es nicht platziert. Und es ist da oben in den Hollywood Hills, also in Del Sol Valley, in den Del Sol Valley Hills. Und ich glaube, wir können es uns leisten. Ich finde Ben als Verbrecher eigentlich super. Als er klein war, hat mir mal gesagt, dass er in Kels Fußstapfen tritt und es ist ja schon nah dran. Och, wie süß, stimmt. Dann steht da bestimmt eine Urne oder Grabstein auf dem Grundstück, wenn da eine ältere Sim drauf war. Kann sein. Oder sie ist ausgezogen. Ich habe diese Nachbarschaftsgeschichten an, dass die ausziehen und umziehen können, wie sie wollen. Ausziehen lassen und da rein. Es kostet 303.763 Simoleons. So, und die Möbel werden verkauft, weil wir haben alles mitgenommen, was wir brauchen. Und das nehmen wir möbliert, würde ich sagen. Und gucken mal, was wir so da drin vorfinden. Und dann packen wir wieder was rein. Schnapper, ja voll. Oder? Oh mein Gott, Leute. Und jetzt sind wir in unserem neuen Haus? Lasst es uns mal angucken. Ich wäre mit allen dreien Häusern da oben zufrieden gewesen. Aber nachdem ich vorhin gesehen habe, dass es frei ist, habe ich gedacht, na dann nehmen wir doch das. Trommelwirbel. Okay. Da ist eine Urne, schau. Aber ich weiß nicht, wie sie hieß. Also das ist die Urne der Vorbesitzerin, schätze ich mal. Aber es hat keinen Namen. Naja, egal.
Ich kann es nicht löschen? Wie, ich kann es nicht löschen? Aber oh, das, die gehört, die habe ich nicht ich umgebracht. Lol, ich hab's geahnt. Aber wieso kann ich denn das jetzt nicht löschen? Weil es nicht meine ist? Weißt du was? Das ist irgendwie, das ist ein bisschen wahnwitzig. Ich stelle sie einfach hier so hin. Das ist die Vorbesitzerin, deren Namen wir nicht kannten. Die rein zufällig durch Tod, möglicherweise Altersschwäche, wir wissen es nicht, uns dieses Haus hinterlassen hat. Und deswegen stelle ich sie einfach mal oder hier so drauf. So, dann wird die so zugewuchert und danke, danke dir, unbekannte Frau, sowieso, dass sie uns dieses Haus vermacht haben. Sogar das Auto hat sie da gelassen. Das ist toll, genau wie Curtis mag, modern und extravagant. Sieht ein wenig klein aus, ob wir genug Platz haben. Wir gehen jetzt mal gucken. Also ich liebe schon die Palmen. Ich liebe den Ausblick. So, lasst mal gucken. Es ist sehr, sehr, sehr schlicht auf alle Fälle. Wir haben einen Flügel. Kein Mensch kann spielen, aber okay. Noch nicht. Ist er jetzt in Pension quasi? Vielleicht hat sie Zeit. Was macht denn das? Die Schildkröte hier. Das ist, glaube ich, nicht ihr Ding. Das ist auf alle Fälle eine große Bar. Und viele große Fenster. Innen drin ist sogar auch so ein Poolteil. Boah, guck mal. Da essen. Es passt sowas von zu Carol. Die View ist echt nice. Cool, oder? Und hier hinten ist das Wohnzimmer. Es ist sehr clean. Alles sehr weiß und sehr clean. Ja. Aber da können wir ja vielleicht noch ein bisschen Hand anlegen. Hier draußen auch eine Bar und eine Sitzgelegenheit. Hier ein Pool. Da ist ein Whirlpool. Das gehört ja auch so quasi mit dazu. Es ist nicht offizielles Grundstück. Aber man kann hier, glaube ich, auch vorgehen und sich hinsetzen. Und dann geht man hier hoch. Wow. Hier ist ihre Sportecke. Boah, voll toll. Da, was will man denn mehr? Da kann sie dann hier Sport machen. Hier draußen ist doch mal eine Bar. Es ist genau ihr Ding. Mit einem Champagner. Der versteckte Raum ist perfekt für die Leiter nach runter. Der versteckte Raum. Ach so, meinst du hier diese kleinen Dinger? Das hier, oder? Mann Nummer 10 ist schon in den ewigen Jagdgründen. Ja. Reggie ist dann. Hier können wir die Leiter runter machen. Finde ich auch super praktisch. Also wo waren wir jetzt hier? Wir waren hier draußen bei der Bar. Ich liebe diesen Balkon. Ich liebe diesen Balkon mit der Bar jetzt schon. Dann ist das wahrscheinlich Carols Schlafzimmer. Mega nice. Oh, hier ist nochmal was zum Chillen. Ein Büro oder vielleicht hätte das ein Bett sein sollen hier. Ich glaube, dass hier ein Bett reingehört. Das könnte Ellies Zimmer werden. Schönes Bad. Nochmal ein krasses Bad. Oh mein Gott, ich liebe diese riesen Fenster. Ach, hier ist nochmal ein Schlafzimmer. Also wir haben also echt genug. Meine Güte, wie viele Schlafzimmer haben wir denn? 1, 2, 3. Okay, ja, geht. Und jeder hat sein eigenes Bad. Und dann geht's nochmal nach oben. Das, wisst ihr, was ich gerade dachte? Das sah aus wie so eine Leiter, wo man ins Schwimmbecken springt. Nur, dass du hier quasi runterspringen kannst. Es ist ein Leiterregal. Das steht aber ein bisschen absurd hier. Wie so ein Sprungbrett. In die Palme. Kannst du dich hier selbst im Haus umbringen, wenn du willst. Es ist der Wellnessraum mit Außenterrasse. Da knallen wir eine Sauna rein. Oh, nice. Guck mal, hier oben ist sogar noch mal eine Küche. Und eine, ich glaube, das ist so diese Törtchenfabrik. Es ist quasi ein Hobby-Dachboden. Mit Bar und Palme. Cool, mit einem Kamin. Also, der Raum hier oben hat keine eigene Bestimmung. Aber es ist bestimmt praktisch. Auch wenn ich es jetzt schon sehe. Guck mal, die hat sogar noch ihr Ding stehen lassen. Ihren Toast. Ina Christina steht sogar noch was auf dem Herd. Ich glaube, ja. Die ist die ziemlich abrupt umgekommen wohl. Oben fürs Töchterchen. Ja, mit Ellie spielen wir ja dann weiter. Sie wird also sowieso bald ausziehen. Das ist fast eine eigene Wohnung. Da könnte Lena einziehen. Stimmt, Lena könnte auch einfach einziehen. Aber wenn sie mit Väterchen Frost endet, wollen wir ihr ja auch nicht im Weg stehen. Schau mal, hier sind ganz viele Regale, wo wir unser Zeug draufstellen können. Sehr schön aber, finde ich. So, Leute, dann lasst uns bauen. Wenn hier der Eingang ist, wo unseren Keller, und hier und da ist Pool, dann kriege ich den Keller vielleicht hier irgendwo so dazwischen. Das wäre natürlich fantastisch. Wie viel Geld habe ich noch? 1.200.000, okay.
Es ist so schwer. Ich sag euch, immer das Gleiche. Keller zu platzieren. Pain. Kellertool. So. Dies ist ein Keller. Ich möchte bitte meinen Keller in den Keller platzieren. Ah, okay. Schade. Oh mein Gott, ich bin zu tief mit meinem Keller. Aber egal. Ich krieg das trotzdem hin. So? Was auch immer ich da jetzt gemacht habe. Du bist eine Etage zu weit runter, ja? Habe ich gesehen. Kann ich das jetzt noch löschen? Ja. Weil das braucht ja jetzt kein Mensch mehr. Einen Keller, das wäre ultra krass. Aber ich muss die jetzt nicht mehr verstecken. Also ich verstecke sie schon noch, aber ist nicht mehr so wichtig. Leda kann immer noch ausziehen, wenn es mit Clemens ernst wird, aber solange sie arbeitslos ist, lebt sie bei Carol günstiger. Foxy Käsebrot, Hallöchen. Ein Keller für den Keller. Jetzt muss ich nur gucken, ob das dann klar geht. Lasst mal eine Leiter anbringen. Komm, jetzt können wir raushauen. Jetzt gibt es eine teure Leiter. Ja! Ha! Gekonnt, Freunde! Gekonnt! Und da packe ich... Ich glaube, da packe ich einfach eine schwarze Tür hin. Und dieses Bild finde ich sehr schön. Kann ich das nicht klonen? Kann ich es haben? Ich glaube, ich muss die Tür maybe doch weiß machen. Schauen wir mal, ob sie dann an dem Bild vorbeikommt. Und dann bist du unten im Keller. Dann brauche ich hier fast diese Tür nicht mehr, weil die Tür zum Swimmingpool ist schwierig. Dann nehme ich dafür hier meine Gardine und hänge die hier unten rein. Dass, falls man die Tür entdeckt, dass man vor einer Gardinenwand steht. So, ich will so viel ich kann von diesem Pool sehen, weil ich das liebe, dass diese Fenster, dass wir rausschauen können, weil die anderen nicht rein. Und deswegen möchte ich auch hier den Keller jetzt eigentlich so... Ach, das kann ich nicht. Da komme ich jetzt nicht dran, gell? Ja, weil die nicht auf einer Ebene sind. Ach, das hatten wir schon mal. Pain. Ja, schade, Schokolade. Da müssen wir mit dem Pool vorlieb nehmen, was auch in Ordnung geht. Kann ich in die Richtung expandieren? Können wir das... Ziehen können wir nicht. Wow. Da kann man... Naja. Ich kann vielleicht ein Fenster bei mir reinbauen und ein Fenster bei dem reinbauen. Das Werk ist gesperrt. Schade. Dann schaue ich halt auf die Betonwand. So. Was habe ich noch in meiner Hosentasche? Ich habe immer wieder diese ganzen Files dabei. Na gut, dann stelle ich die hier hin. Das ist immer ganz schön viel. Was hat sie denn immer dabei? Mensch, Girl, was versteckst du dauernd? Jedes Mal, wenn wir umziehen, hat sie die dabei. Aber richtig viele. Hat sie doch mehr Kram von den Leuten irgendwie gespeichert und aufgehoben, als ich mitgekriegt habe. Wo kommt denn das alles her? Girl, was hast du alles über die Leute gesammelt? Ich meine, von mir aus, dann stellen wir es halt dahin. Schau sie an. Vielleicht paranoid, aber das wussten wir ja. Das habe ich schon auch 100 Mal hingestellt. Das lösche ich jetzt. Dann haben wir hier noch ein paar extra Vasen. Wer weiß, wo sie wieder was mitgehen lassen hat. Komm, eine kann weg. Vielleicht Wertpapiere. Oh ja, gut möglich. So. Da, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Jetzt sortier mal die Männer. Wer bist du? Unbekannt? Oh nein, bitte habt nicht die Namen verloren. Paolo? Hideki? Nein, warte. Hideki? Doch, Hideki hier. Aaron. Satoru. Dann haben wir hier Orange Belly Moon mit der Herzattacke. Schön, nur die ersten haben ihre Namen verloren. Das konnten wir nicht ändern. Dann haben wir Takashi und Reggie, richtig? Ja. Oh, schau, wie schön sie da stehen. Ah. Ich habe echt diesem Keller nichts mehr hinzuzufügen. Er ist perfekt. Wall of Fame. Ja. Und hier oben alles so wunderschön und so clean. Schau mal, hier passt ja meine Statue richtig toll hin. Kann ich die bigger machen? Wow. Das ist sie. Ich habe überhaupt nichts, was ich da draufstellen kann. Ah, dann tun wir die mal weg. Dann ist das so quasi ihre Black Widow-Statue. Die ist jetzt quasi gewachsen mit ihr.
Wo haben wir denn gesagt, machen wir Ellies Zimmer rein? Eigentlich hier, gell? Das passt ganz gut mit dem kleinen Schminkeckchen. Ach, hier hätte sie eigentlich schon einen Schreibtisch. Der ist ja ganz toll, aber sie braucht was Cooleres. Deswegen packe ich den in dieses andere Gästezimmer. Ups. Da passt es gut hin. Ellie bekommt von uns ja trotzdem noch ein Zimmer, auch wenn sie nicht mehr so lange da sein wird. Aber vielleicht will sie ja irgendwann mal wieder nach Hause zurückkehren. Oder wenigstens mal zu Besuch kommen. Das passt doch nicht, Leute. Was ist denn mit meinem... Guck mal, schwebt da der Teppich? Habe ich wieder irgendwas kaputt gemacht? So. Nimm das Gästezimmer für Ellie, das andere wird Wellness. Ach so, wegen den Dingern da draußen. Ah, verstehe. Alles klar. Dann kommt der weg. Und da hat sie Zugang zu einem großen Bad. Voll geil eigentlich. Nee, weißt du was? Ich glaube, ich stelle das lieber hier hin. Und klatsche den Fernseher dafür darüber. Cool. Dann gibt es hier einen Stuhl dazu. Stimmt, dann können wir hier Wellness reinmachen, weil das hier auch mit der Terrasse ist, ja. Schieb den Schrank zur Seite. Den braucht sie ja eigentlich fast gar nicht. Also wenn das Wellness wird. Hier habe ich, glaube ich, noch ihre Schminksachen gehabt. Die hatten wir das letzte Mal da drauf gestellt. Ah, wie macht man das gleich nochmal hoch und runter? Okay, damit kann ich leben. Also in die Ecke müsste eine Sauna passen. Ach, hier, hier rein. Moment, ich lasse mal kurz das, die Sachen hier. Ich habe zu viel Kram dabei und ich weiß noch nicht, wo ich das alles hin tun soll. Ich stelle mal kurz die Computer hier weg, die ich noch dabei habe. Dann packe ich kurz das Katzenklo. Die Katzensachen aus, damit ich sie nicht vergesse. Die Eismaschine. Den Fisch. Spiele-Ding. Katzenteil. Wo auch immer das herkommt. So. Mach doch erstmal ein Zimmer. Erstmal die Handtasche leeren. Jetzt machen wir ihren Wellness-Tempel, okay? Es ist so aufregend. So. Ich verliere hier auch ein bisschen Überblick. Ja, perfekt, oder? Ich überlege, ob ich sie zumachen soll. Wenn ich jetzt hier alles verglase. Dann könnte ich hier vielleicht eine Glastür hinpacken. Eine hohe. Das ist zu hoch. Ist ja gar nicht richtig Glas. Nice. Jetzt brauche ich noch ein schwarzes hohes Fenster. Nice, oder? Kann man zwar mal draußen reinschauen. Aber ist ja egal, du bist ja zu Hause. Hier kann man sie betreten. Ich könnte hier noch ein bisschen ein paar Büsche hinstellen, dass man einen nicht gleich sieht. Gibt es eigentlich Wasserrutschen für den Pool? Boah, ich habe zwar so ein Wasserrutschen-Pack, aber ich weiß nicht, ob für den Pool was drin ist, bin ich ehrlich. Cool, wie cool ist der? Den tue ich da hin. Der ist neu. Zack. Zitronen. Du kannst die Zitronen nehmen, während du saunierst. Und bist ein bisschen geschützter. Love it. Mega schönes Haus. Ich lieb's. So, und jetzt eine Massageliege. Alles klar. Vielleicht muss ich dann ein bisschen aufpassen mit dem Geld. Vielleicht tut's dann die billige Massageliege auch. Okay, die zweitbilligste. Die stelle ich dahin. Okay, kurz überlegen, was ich davon brauche. So. Jawohl, eigentlich kann ich den Platz schon nutzen, gell? Den lasse ich einfach mal davor stehen. Kann man den Kugelfisch haben? Nicht, dass ich wüsste. Stimmt, dann nehmen wir vielleicht ein Aquarium. Das ist gut. Also wir haben den Massagetisch. Wir haben die Sauna. Massagetisch war ja Hideki ist, oder Satoru Hideki. Da haben wir ihn geangelt. Okay, next. Piranha-Teich. Warte, der heißt... Boah, der hat immer so einen komischen Namen. Tisch weg und knall eine Yogamatte hin, bitte. Welchen Tisch weg? Aber nicht den Massagetisch, du meinst den Schminktisch, oder? Eine Feuerstelle brauchen wir auch. Richtig. Eine schwarze Yogamatte. Aber wir können ja eigentlich da draußen auch eine Yogamatte hinmachen. Aber ich finde diesen Schminktisch auch eher ein bisschen
nicht so schön. So, Yoga und Massage. Super Sache. Kann man aus dem Debug vielleicht einen Schneeberg platzieren und verkleinern? Boah, keine Ahnung. Aber wir können ein Kletterding hinbauen. Der Teich heißt Exotischer Wassergarten Mondkind, danke. Perfekt, danke. Ich wusste nämlich, dass man ihn unter Teich, wie jeder Normaldenkende, nicht findet. So, der Exotische Wassergarten, der hat hier draußen einen hervorragenden Platz. Als Vorgartenteich. Oder als Hintergartenteich. Hier ist eigentlich schön, oder? So. Bei der Bank. Ist das nicht traumhaft? Ist das nicht traumhaft? Ja, schön. Ich lieb's. Ich lieb's. Das Klettern. Also irgendwas. Er ist ja beim Klettern auf dem Berg. Ist jemand erfroren, der Paolo? Ich würde vielleicht sagen, dass wir dann das Klettergerüst nehmen, also diesen Kletterding. Weil es an den Berg erinnert, wo Paolo... Wir haben ja versucht, ihn durchs Klettern umzubringen, aber es hat ja nicht geklappt. Er ist letztendlich erfroren. Und dann brauchen wir noch Feuer. Top. Hitz. Stein. Kletterwand. Aber mit Kletterwand selbst findet er es nicht. Gibt es auch noch ein billiger? Nee. Okay, für Paolo gibt es eine Kletterwand. Sollen wir die hier draußen installieren? Vielleicht ganz oben? Oder innen drin? Ina, Hallöchen. Ich habe die Kletterwand letztens auch gesucht und nicht gefunden. Das ist schon wild, oder? Ich finde das eigentlich... Ach, cool. Hier fände ich es cool. Schau mal, ich pack das so da rein. Ich tu mal hier die Blümchen beiseite. So. Als ob das Teil eine Kletterwand wäre. Das finde ich cool. Die Blümchen... Die sind ja schön, dürfen gerne hier wachsen. Das ist quasi für Paolo. Und ich hab doch auf seinem Grab, habe ich doch so einen coolen Schneeflöckchen. Das kann ich ihm ja dazu packen. Ich habe jetzt schon den Überblick verloren. So. Aber das kann man leider nicht größer machen. Hallöchen, Frank the Tank. Oben Pelena wäre passend, das stimmt. So, Leute, was brauchen wir noch? Wir brauchen noch ein Aquarium für den Kugelfisch. Eigentlich fürs Kugelfisch Nigiri. Ich hätte gerne ein richtig schönes, großes Aquarium. Weil irgendeiner davon ist dann der Kugelfisch. Und Feuer! So. Ich krieg mein Aquarium schon. Bitteschön! So. Kugelfisch-Aquarium, check. Was baust du Schönes? Carols letzte Wohnstätte. Und sie bekommt jetzt von jedem Dude seine Mordmethode noch irgendwohin verbaut. Dann habt ihr gesagt, Feuer. Also eine Feuerstelle oder ein Kamin. Aber wir können ja draußen eigentlich vielleicht so eine schöne Feuerstelle hinpacken. Dann ist Feuer auch verbaut. Hier sieht's leer aus. Hier passt eine Feuerstelle bestimmt schön hin. Guck mal, ich habe eine... Schöne, nice Feuerschale. Feuer also auch. Messer. Hieß auch, aber... Boah. Ein Messerblock in der Küche ist vielleicht nicht schlecht. Man bräuchte so einen Messerblock, wo so ein Messer fehlt. Ist das unsere Küche? Wo ist eigentlich unsere Küche? Ah, hier. Die ist aber sehr unscheinbar. Dafür... Dass dieses Haus so riesig ist, ist diese Küche ganz schön dürftig, oder? Entschuldige mal. So. Eine Kuhpflanze! Absolut! Du sagst es! Och man, Develina! Develina im Herzen! Wir haben sie nie mitgenommen! So, guck mal. Das ist doch... Ach, das ist nicht zum Hängen. Der sieht aber abgeranzt aus. Das hat irgendwie was. Schau mal, da fehlen auch welche. Fehlen da auch welche? Da fehlt auch ein Messer. Komm, wir nehmen das. Da, wo genau ein Messer fehlt.
Das steckt nämlich noch in Debbie. Ah, Entschuldigung. Dann habe ich hier die Eismaschine, die wollte ich auch einfach noch mitnehmen. Nimm zur Not den Kuhpflanzenschädel, dann musst du sie nicht immer füttern. Stimmt, den haben wir ja hier, gell? Den Kuhpflanzenschädel. Obwohl ich es schon cool fände, wenn Carol sich eine Kuhpflanze halten würde. Möglicherweise stirbt sie ihr ohnehin. Aber hier oben würde sich doch schön ein Kuhpflänzchen machen. Die muss ich nur aus der Galerie holen. Hier. Falls ihr euch jetzt in dem Moment wundert, warum ich auf Direktzugriff eine Kuhpflanze habe, dann habt ihr möglicherweise noch nicht die Puppenhaus-Challenge gesehen. Wir haben keinen Herd, im Ernst? Süßi. Gibt es keinen Herd? Oben war einer, aber ihr habt schon recht. Warte, wo ist die Küche? Ist auch geil, oder? Dass einfach kein Herd verbaut ist. Das ist einfach nicht vorgesehen, dass Curry jemals für sich kocht. Irgendwie nicht schön. Naja. Sie wird es eh nie nutzen. Kennen Sie doch. Ich glaube, ich verbaue lieber den. Sieht ein bisschen besser aus, wenn da oben auch was ist. Nice Mikrowelle rüber. So. Oder Mikrowelle hier hin. Ich nehme mir auch mal die traurige Kaffeemaschine weg und stelle was bisschen seriöseres hin. Hier oben ist die Dunstabzugshaube. Irgendwas ist hier bei diesem Haus passiert, ich sag's euch. Da ist der Fischi-Fischi. Den stelle ich einfach mal an die Bar. Dann habe ich hier im Wohnzimmer. Kann ich noch meine Playstation loswerden? Schau mal, hier der Tisch. Ich glaube, dass hier ein paar Sachen Custom-Content waren, die nicht mitgeliefert wurden und deswegen es hier bei mir zu wild aussieht. Weil es sieht für mich so aus, als ob die Custom-Content-Sachen... Also, dass ich nur die Basics habe und nicht den Custom-Content, der eigentlich dahinter steckte. Und dann hat sich jetzt das draus gebaut. Das ist auch nicht schlecht, aber man merkt einfach, dass es, glaube ich, so nicht gewollt war. Was sollte hier eigentlich draufstehen? Ist das nicht eigentlich prädestiniert für das Aquarium, frage ich mich gerade. Ja Gott. Ich werde Carol nie mehr finden. Ich verstehe das Haus einfach nicht. Besser, oder? Da steht's gut. War das Haus eines Basketballprofis, deswegen steht alles so weit oben. Da war bestimmt eine Kochinsel. Ja, oder? Ist halt jetzt nur irgendwie Schrott gegangen. Aber ist, finde ich jetzt nicht so schlimm, weil wer würde denn von da hinten was holen und dann hier kochen? Ich tue mal die Computer weg und hinterlasse Carol einen Laptop hier. Haben wir eigentlich sowas wie ein Büro? Ja, da. Jetzt ist das hier natürlich kahl, gell? Weil ich es natürlich alles gelöscht habe. So. Was fehlt uns noch? Also wir haben Kuhpflanze, Messer, wir haben den Teich, wir haben Fische, wir haben Klettern, wir haben ein... Ach stimmt, wir brauchen eigentlich noch eine Waschmaschine. Wir haben zwar Feuer, aber Waschmaschine. Die ist schon allein deswegen nützlich, damit sie natürlich Wäsche waschen kann. Und weil ja eher am Wäschetrockner zugrunde ging. Welches Bad? Ach guck, hier ist Platz. Was ist denn das für eine Ecke? Die ist ja genau dafür gemacht, oder? Oder soll da hier die, vielleicht sollte hier eine Dusche sein? Nö. Für mich die perfekte Waschecke. Hier ums Eck. So. Ein Defibrillator oder Erste-Hilfe-Koffer für einen Herzinfarkt. Oh, ich glaube nicht, dass die Sims einen Defibrillator haben. Wir brauchen noch Gift. Aber da können wir ja das nehmen. Das kann ich wieder mal nicht klonen. Oh Mann, verhungern, ein Skelett. Verhungern. Und Techtelmechtel. Oder irgendwas, was nach Gift aussieht. Nee, das ist Gift ist dann für Geschenk. Poison in Gerümpel? Wenn ich doch nur wüsste, wo er es dann findet. Das da? Ach, guck. Das ist tatsächlich eine kleine Giftflasche. Im Gerümpel. Sieht es nicht gut aus? Sieht zwar aus, auch von Weitem wie eine Babyflasche. Mit so einem Nuckel obendran. Aber es ist eine Giftflasche. Mega Giftflasche. Okay. Zack. Verhungern, ein Bild mit üppigem Essen drauf. Da kommt es übers Wohnzimmer ins... übers Sofa ins Wohnzimmer. Hat was. Okay, Herzsymbol. Essen. Ich suche jetzt mal erst dieses Essensbild, was übers Sofa kann. Warte, ich suche das Sofa hier.
Ja, stimmt. Hier ist ein gutes Plätzchen. Wir brauchen ein Bild. Boah, ein Bild mit Essen. Also hier ist ein Ei. Fischkarte. Pancakes. Aber wir haben ihm doch eigentlich... Ach so. Die Giftflasche war ein Steak. Das war aber die Giftflasche, die für den Aaron steht. Und er ist einfach verhungert. Aber ich finde Pancakes eigentlich ganz gut. Oder Macarons? Ist halt sehr lieblich, gell? So dieses, oh, hast du leider nichts bekommen, gell? Doof. Bist du leider verhungert? Das ist ein Wein oder ein... Ach komm, einfach mit dazu. Passt besser ins Zimmer. Der perfekte Strudel. Nice. Ist diese Couch eine anderes? Nee, ist nur das... Das sieht nur so aus, gell? Okay, und was wollten wir jetzt noch? Ach, Herz. Etwas mit einem Herz. Für den Herzinfarkt vom Orange. Wo packen wir denn das hin? Ach, guck mal. Das zerlegte Herzbett ist für Reggie. Vom Techtelmechteln. Solita ist da oben in die Galerie stehen. Das ist die Matratze, auf der wir Reggie kaputt getechtelmechtelt haben. Komm du mal den Stein da weg. Schön. Ja, das passt. Kann von außen aussehen. Und guck, ich habe jetzt als Herzinfarkt das klopfende Herz. Das lässt sich doch auch vielleicht ein bisschen dezenter. Da oben. Ach, die Schlüssel. Eigentlich sind sie ja nicht schlecht. Wow. Also ich verlaufe mich hier noch sehr. Sind meine Messer weg? Ich verlaufe mich noch sehr in diesem Haus. Ich weiß nicht, ob ich das hier schaffen werde. Achso, jetzt geben wir natürlich noch der Katze ihre Schlafplätzchen. Ja. Futter da. Schlafen. Sie würde wahrscheinlich bei Ellie schlafen. Gebe ich ihr da das Schlafplätzchen? Gibt sie was zum Kratzen? Da so hin. Eigentlich können wir ihren fetten Kratzbaum eigentlich kaufen. Komm, es gibt einen fetten Kratzbaum. Am Kamin, da ist es schön warm. Ich habe immer Angst, dass ich sie dann abfackel. Wenn ich Dinge so nah am Kamin, habe ich immer Schiss, dass ich sie niederbrenne. Das Katzenparadies. Wie ist das besser? Dann soll Dati hier noch kratzen. So, Ellies Zimmer muss noch. Ellies Zimmer ist jetzt hier ein bisschen arg trist, gell? Sie wird nicht mehr lange bei uns wohnen, deswegen lass mal gucken, ob wir vielleicht noch eine bessere Tapete für sie finden, dass es nicht ganz so sad wirkt. Sie hat jetzt hier ihre Videostation. Sie hat ein Bett, einen Fernseher, was wir ihr vielleicht noch... Wir haben jetzt vorhin den Schreibtisch noch weggenommen sogar. Toilette, Bad, Dusche, Badewanne, Posterpflanze, Schrank. Pflanze? Vielleicht so ein Sideboard wäre ganz cool, oder? Eins, das ist nicht so. Ja, genau. Was hier unter den Fernseher kann. Dann schaue ich, ob ich hier noch irgendwie einen Poster oder sowas reinpacken kann. Ah, oh, cool. Wie, ja, so hat keine anderen Designs. Schön, oder? Also, ich find's cool. So, Leute. Damit ist das neue Haus ready. Okay, was ist direkt passiert? Carol, rein da. Und die Katze auch. Wir sollten vielleicht der Katze die Freundschaft anbieten. Wo willst du? Sie will was lesen direkt. Wie sie immer noch im Badeanzug hier rumhüpft. Hier ist offen. Aber gut, ist glaube ich nicht so wichtig, oder? Schau mal, man kann sogar hier draußen chillen. Wow. Carol, erstmal ein Getränk zubereiten. Lieblingsgetränk zubereiten. Guck mal, unser Fischi ist auch mitgekommen. Goldie. Genehmigt. I love it. I love it too. Das stelle ich uns in die Mitte. Okay, fast in die Mitte. Lass mal gucken, ob sie in den Keller runterkommt. Ob das klappt. Aber erstmal ein Drink, Girl. Schau sie an in ihrem schwarzen Badeanzug.
Eine Bloody Mary. Was ist dein Lieblingsgetränk? Mineralwasser. Erzähl nicht. Okay, das mit dem Bild scheint nicht zu klappen. Das ist übrigens ein richtig nices Bild. Dann lasse ich das da hängen. Und ich glaube, dann würde ich fast sagen, dann, dass wir die Tür einfach hier so lassen, weil es sind so viele Türen in diesem Haus. Dann machen wir einfach für jeden außer Carol abschließen. Nimm bitte die Regaltür. Da muss sie erst wieder den Cheat finden, um die zu finden. Ist bestimmt purer Wodka. Getränke mixen. Hier. Ein Rotwein in der weißen Wohnung. Und haben wir hier immer noch eigentlich unseren Service? Oh, wir müssen dringend pinkeln. Warte, ich muss erst kurz prüfen. Service engagieren. Haushaltshilfe kommt. Brauche ich hier einen Gartenservice eigentlich? Eigentlich nicht, gell? Okay, sie hat sich den Rotwein schon mal parat gestellt, aber sie muss dringend pinkeln. Und sie nimmt jetzt auch die Toilette im Black Widow Keller. Zitrone gibt's im anderen Zimmer für den Wodka. Also diese Tür ist nur für Carol begehbar. Und ich denke, da sie ja jetzt dann eh alleine wohnt, ist es für sie fein, dass sie da nicht mehr so ein Hackmack draus macht. Aber sie kommt runter in ihren Keller und sie kann dort in Ruhe ihre Gefangenen-Toilette nehmen. Schau, ist schön jetzt hier. Schön. Carol taugt's. Also ich find's mega. Und Carol, jetzt, wenn du fertig bist, gönn dir dein Weinchen. Und dann müssen wir unsere Bücher veröffentlichen. Guck mal, Maya Bumblebee hat ihren neuen Kratzbaum entdeckt. Oh, ja, ganz hoch, Mausi, ganz hoch. Wie süß sie ist. Ich bin auf der Suche nach unserem... Da. Wie geht das? Okay, kurze Unterbrechung. Die Lehrerin muss einen Moment aus dem Unterrichtsraum, um mit einem Elternteil zu reden. Sie trägt Alaya auf, die Klasse kurz zu beaufsichtigen. Soll Alaya den Unterricht der Lehrerin fortführen oder etwas Lustiges mit ihren Klassenkameraden anstellen? Ellie würde Unfug treiben. Die Klasse kann auch später weiterlernen. Jetzt wird erst einmal eine Runde Wahrheit oder Völkerball gespielt, wobei man entweder eine peinliche Frage beantworten muss oder von einem Völkerball getroffen wird. Das hat die Lehrerin davon, wenn sie Völkerball im Klassenraum lagert. Alles klar. Ben ruft an. Nein! Ich habe über deinen Rat nachgedacht, Carol, und du hattest recht. Ich sollte tun, was mich glücklich macht. Deshalb habe ich die Karriere gewechselt. Imagine! Nicht sein Ernst! Oh mein Gott, wie krass! Ich hätte nicht gedacht, dass das noch passiert. Super, und das in der letzten Folge. Klasse! Ich bin so gespannt, was er dann ist. Wow. Und jetzt möchte ich gerne die Bücher... ich weiß nicht, wie das läuft. Schreiben? Oder geht das so? Das geht... Oder geht's am Briefkasten? Ich bin so lost noch in diesem Haus. Wo ist mein Haus? Da. Brief... Ich hier, oder? Exemplar an Literaturzirkel schicken? Selbst veröffentlichen? Oder an Verlag verkaufen? Ich würde... Selbst veröffentlichen, oder? Was macht er jetzt, Wiesel? Das müssen wir dann mal, wir müssen ihn mal einladen und fragen, weil ich glaube, es hat sich noch nicht aktualisiert. Selbst veröffentlichen. Oh Gott, ich habe ein bisschen Sorge. Hoffentlich kriegen wir gute Tantiemen. Es ist krass, die Bücher so alle zu sehen, da wie sie mit ihr... Der Bachelor. Die Geschichte über einen ehrlichen, mittellosen, nach der wahren Liebe suchenden Frau, die von einem Hochstapler zu grausamen Taten gezwungen wird. Der Junggeselle. Er ist es, den alle verehren. Doch nur sie hat das Zeug dazu, ihn zu bändigen. Qualität ausgezeichnet. Kann ich alle wählen? Oh Gott, Carol. Da bekommst du die ganze Kohle. Selbst veröffentlichen. Der Junggeselle. Kann ich nur eins veröffentlichen? Carol, komm. Wir müssen das jetzt der Reihe nach die Bücher veröffentlichen. Wir starten mit Max. Der Bachelor. Eigentlich müsste sie das alles mit einer Hand den Rotwein machen. Das Buch ist für einen Preis nominiert. Verfolge am Sonntag um 19 Uhr die nächste Preisverleihung, um herauszufinden, ob sie gewonnen hat. Jetzt haben wir die Unternehmerfähigkeit aufgebaut. Carol hat begonnen, Unternehmerfähigkeit aufzubauen. Wenn sie alles gibt, um diese Fähigkeit zu verbessern, warten Ruhm und vor allem Reichtum auf sie.
Glückwunsch, Carrie hat ihr erstes eigenes Buch veröffentlicht. Sie hätte mehr verdient, wenn sie die Rechte an einen Verlag verkauft hätte. Aber hey, Kleinvieh macht auch Mist. Ich glaube, wir können die Rechte nicht verkaufen. Das kriege ich nicht übers Herz. Das sind unsere Bücher. Oder? Würdet ihr es an den Verlag verkaufen? Nee, oder? Wir sind selbst Publisher. Kann ich jetzt das zweite Buch auch veröffentlichen? Tatsächlich. Dann rein damit, Carrie. Okay. Ja, alle einzeln. Nee, selbst veröffentlichen. Seht ihr auch so, oder? Wir wollen nicht, dass irgendein Verlag mitverdient. Das ist unsere Lebensgeschichte. So, jetzt der Masseur. Der Sportler. Oh mein Gott, warte, Carrie. Ich bin jetzt Promi. Der Koch, eine Liebe, die nur in der Küche heiß war. Als nächstes der Wellness-Typ. Ein Mann zum Wohlfühlen, aber nicht immer fühlt man sich nach dem Essen wohl. Lena ruft an. Willst du rangehen? Girl, gerade kann ich nicht, ich habe gerade einen denkwürdigen Moment. Der Cop. Wie ich das Opfer einer Hetzjagd durch den Detective wurde und meine Unschuld beweisen konnte. Fortsetzung folgt. Jetzt haben wir Level 2 der Unternehmerfähigkeit erreicht. Der Kleinkriminelle. Die Geschichte von einem jungen, scheinbar unauffälligen Mann, der wegen seiner zwielichtigen Machenschaften gefährlich wurde. Der Politiker. Meine Jugendliebe, der zufällig ein wohlhabender Politiker wurde, entpuppte sich als meine Rettung dank politischer Immunität. Ist eigentlich. Und jetzt kommt noch der Star. Der ist irgendwie hinten dran gekommen. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten. Nein! Eigentlich ist es Orange Belly Moon, aber da haben wir wohl keinen Text dazu geschrieben. Alles klar, wir haben unsere 10 Bücher veröffentlicht. Und wir haben es geschafft dabei, die Unternehmensfähigkeit aufzubauen. Und wir haben einen Stern bekommen. Also einen Star-Stern. Lasst mal gucken, ob ich jetzt noch rausfinden kann, was Ben in der Karriere geworden ist. Nee, das hat sich hier noch nicht aktualisiert. Ich glaube, wir müssen ihn erst treffen. Oder es ist irgendwie erst morgen, dass er den Job angeht. Ich lade jetzt meine Kinder nochmal ein. Wo ist eigentlich Ellie? Okay, die kommt auch gleich von der Schule heim. Carrie, du solltest nicht den ganzen Tag. Oh, Ellie will die Klassenkameradin Anne zu sich einladen. Ja. Carrie, komm mal lieber besser hoch. Hitchcock kann einpacken und Stephen King. Überdurchschnittlich. Gut gemacht, Ellie. Sie ist auf dem besten Weg zu besseren Noten. Weiter so. Und ist jetzt in der. Oh, in der Theater-AG. Ach, stimmt. Die hat ja afterschulische Aktivitäten. Aufgebracht. Girl, was ist los? Mir geht's nicht gut. Es ist echt hart, ein Teenager zu sein. Emotionen lassen sich nur schwer in Zaum halten. Du hast doch gerade dein Girl mitgebracht. Willst du dich vielleicht abreagieren? Geht's dann besser? Ich weiß auch nicht. Tobsuchtsanfall? Ist das die Anne? Ja, deine Freundin, die du mitgebracht hast. Eddie, du bist in einem brutal neuen, tollen Haus. Guck mal, deine Katze kommt dich gleich begrüßen. Wisst ihr was? Das passt so perfekt, dass Ellie jetzt mit Carol in diesem Riesenhaus ist. In diesem krassen Luxus, den Carol ihr Leben lang immer wieder aufgebaut hat. Und Ellie steht hier und findet's blöd. Sie ist aufgebracht, sie ist wütend, sie kann diesen ganzen Reichtum nicht verstehen. Und das ist super. Das passt so perfekt in ihre Geschichte dann, dass sie das alles verlassen wird, weil sie darin nichts finden kann. Lucinda! Ausgezeichnete Arbeit, Elia. Aufgrund deiner hervorragenden Noten bist du berechtigt, vorzeitig den Abschluss zu machen. Möchtest du? Leute, dieses Gameplay heute macht einfach alles richtig. Ich habe nicht gedacht, dass wir das noch fertig bringen. Weil sie muss. Ich wollte mit ihr den Abschluss noch machen, bevor wir in ihr Let's Play reinstarten. Aber dass sie jetzt auch noch vorzeitig den Abschluss machen kann, damit ist. Das wäre perfekt. Wir sagen ja. Ellie erbringt hervorragende Leistung. Sie kann den Abschluss vorziehen. Glückwunsch, Elia hat vorzeitig die Highschool abgeschlossen. Sie hat sowohl bei schulischen als auch außerschulischen Aktivitäten so außerordentliche Fähigkeiten bewiesen, dass sie bereits im Teenageralter ein Diplom erwerben konnte. Dies bedeutet, dass Elia frühzeitig in eine Karriere starten kann, um sich einen beruflichen Vorteil zu verschaffen. Es ist das perfekte Ende. Ich finde auch. Und jetzt geht sie wütend in den Theaterkurs. Lässt ihre Freundin hier sitzen. Aber es ist. Da, Leash!
Kacken Sie bitte nicht meine Katze an. Anne, dann kannst du gehen. Ja, kann da hinten so verschwinde. Wer meine Katze traurig macht, der kann direkt abhauen. Verzieh dich, Anne. Geh erst mal meine Katze streicheln. Hat sie meine Katze angezickt? Dann kann sie gehen. Aber echt, ey. Ellie hat das Haus noch nicht mal betreten. Und sie hat jetzt ihren... Ich komme gerade gar nicht klar. Sie ist jetzt noch in ihrer Nachschulzeit, wie man das nennen soll. Ellie wird eigentlich erst in einer Woche zu jungen Erwachsenen, aber sie hat jetzt den Abschluss. Und sie hat ihr Diplom erhalten. Wird ihr mit der Post gebracht. Krass. Also Carol, das ist jetzt ein guter Zeitpunkt. Komm, grabst dir mal dein Wein. Kriegen wir das hin? Ich hätte so gerne. Können wir uns hier hinlegen? Ich hätte so gerne ein Schlussbild von Carol. Trink mal was, danke. Ellie merkt bestimmt, dass viele nur mit ihr befreundet sind, weil sie reich ist und Fame. Das ist gut möglich. Und es ist ja perfekt, weil Ellie ja dem Haushalt quasi entfliehen wird. Sie wird ja ihre Sachen packen und gehen. Ja, perfekt. Nimm deinen Wein mit, Girl. Du bist es. Oh, Ben ist da. Oh, Ben. Ich wollte ja eigentlich noch schauen, was du jetzt für einen Job hast. Schönes Bühnenbild erstellen. Und sie möchte gerne richtige Freunde haben. Ja, sie will dann ihr eigenes Leben leben. Und das wird ja ihr Exit aus diesem Let's Play. Und der Wechsel in ihr eigenes Let's Play. Und das erzähle ich euch dann jetzt noch, welche Challenge auf Ellie wartet. Aber zuerst möchte ich, dass Carol noch... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ist das nicht perfekt? Ich hätte es mir nicht besser vorstellen können. Carol endet quasi, oder Carols Let's Play, das Black Widow Let's Play, endet mit einer Carol auf ihrer Terrasse. Mit dem Blick über Del Sol Valley gibt sie sich da jetzt in Ruhe den Sonnenuntergang mit ihrem Rotwein, mit über 1 Million Simoleons auf dem Konto. Sie hat eigentlich alles erreicht, was sie erreichen wollte. Und wisst ihr, was das Schöne ist? Carol endet mit dem Menschen, den sie am allermeisten geliebt hat, und zwar sich selbst. Ohne Mann? Episch. Ohne Mann, mit sich selbst, komplett im Reinen und glücklich? Carol braucht keinen Mann. Sie braucht keinen Sensenmann. Sie braucht keinen Weihnachtsmann. Sie hat sich. Sie hat ihre Kinder, die immer wieder zu Besuch kommen. Die jetzt auch am Ende alle das gekriegt haben, was sie wollte. Ben hat die Karriere gewechselt, auch wenn wir noch nicht wissen, welche. Ellie hat den Abschluss vorzeitig beendet. Und Lena kommt vielleicht bei uns mal einziehen. Wir geben ihr mal den Schlüssel und dann vielleicht kommt sie dann zu uns. Sie ist ja Mamas Kind. Ich kann es gar nicht fassen, dass es jetzt vorbei ist. Die Sonne blendet und Kel schläft da. Ach, guck mal. Oh, ich muss mir das kurz geben. Ich drück mir echt gerade ein Tränchen. Es ist krass, dass das jetzt endet und ich bin ganz schön emotional mitgenommen. Ihr bekommt noch ein Bonusvideo. Wenn alles gut geht, drückt mir die Daumen. Danke, dass ihr bis hierhin die Black Widow Challenge mit mir verfolgt habt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an Carols Leben wie ich. Danke für den ganzen Support, für eure ganzen Kommentare, für eure ganzen Likes und fürs Anschauen. Und wenn du es bis jetzt noch nicht gemacht hast, dann bitte, bitte ganz dringend abonnieren. Ich sag vielen, vielen lieben Dank, Leute, fürs Zuschauen auf über 2 Jahre dieser Challenge. Es war mir wie immer eine Freude und ich freue mich auf die nächste Challenge. Die steht schon in den Startlöchern. Ihr werdet sie rechtzeitig mitbekommen und es geht weiter mit Ellie und Ellies Geschichte. Ich freue mich schon sehr, sehr drauf. Ich sag vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüssi! Wir können jetzt nochmal bei Ben gucken, ob wir was finden. Ach, guck mal! Also, Bens Story, er hat zwar den Verbrecherjob noch nicht aufgegeben, er macht ihn nebenbei, aber er ist hauptberuflich, ist er zum Schreiben gegangen. Ben ist Schriftsteller. Bei Bunte Bücherwelt. Vielleicht hat er ihre Bücher verlegt. Wie das alles zusammenpasst. Boah, also ich muss echt sagen, ich,
Ich speichere jetzt an der Stelle das Spiel. Ich hätte es mir nicht perfekter vorstellen können.